So, herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video. Auch bei ZPVX steht der Mercedes PD700 als schmale Version. Ja. Schaut euch den an, ziemlich cool. Auch die Farbe finde ich nicht schlecht. Sehr auffällig. Für so einen Sportwagen finde ich das Tico-Taco. Also den finde ich wirklich sehr schön. Von der Farbe. Ich mag das Auto allgemein, ehrlich gesagt. Der perfekte Abschluss hier am Rädern. Schaut mal, am Kotflügel. Die stehen echt gut. Sehr schön gemacht. Das ist der Super Golf von GP. Wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt. Und ja, das Ergebnis lässt sich sehen. Bei einem Toyota Supra von JP Performance, da muss ich noch meine Hand anlegen. Und zwar mit dem Chef persönlich besprechen, dass wir hier eine richtig fette Theke einbauen. Dicke Haube, Widebody Kit und so weiter. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um ihn zu überzeugen, dass das krass ist, dass das geil ist. Ja, ist schon ein bisschen schlichter. Schon eher mehr schlicht als so brutal. Aber ich glaube, wir werden das Auto zu einem Monster umwandeln. Ja, lasst euch überraschen. Ich glaube, ich bin schon fast dabei, ihn zu überzeugen. Also, dass er das abnickt und sagt, komm, lass uns Widebody bauen. Das ist unser Streitthema Nummer 1. JP und ich, wir streiten uns, wessen Porsche schöner ist. Ich finde meinen viel, viel schöner. Ja, das stimmt auch so. Ja, obwohl so ein bisschen extremer umgebaut ist. Oder? Hier auf dem Stand von BRM Uhren gibt es wirklich richtig coole Uhren, ja, seltene Modelle, ja, und echt ausgefallen. Erzähl mal, was gibt es Schönes hier auf deinem Stand? Also wir haben viele Unikate, richtig schöne Limited Editions, aber unsere Stärke ist natürlich, dass wir Uhren bauen können, passend zum eigenen Fahrzeug. Also im Prinzip kann sich jeder Kunde bei dir der Uhr produzieren lassen für sein Fahrzeug? Ganz genau. Ja. Okay. Also natürlich müssen wir mit Markennamen und Logos ein bisschen gucken, was man machen darf oder nicht machen darf. Aber in der Regel farblich oder vom Material und Lederinterieur, Lederbändern können wir alles komplett passend zum eigenen Fahrzeug. Okay. Hier haben wir ja zum Beispiel eine richtig schöne noch. Das ist das letzte Modell, was wir noch auf Lager haben vom Nissan GT-R. Schön mit Carbon-Zifferblatt, schön mit Rot und Grau. Ich finde es cool, dass es so Logos hier hat. Ne? Ja. Kann man sehen auf dem Video. Mhm. Also schön mit das GTR-Logo eingelasert auf der Krone. Schön mit Schweizer Werke verbaut. Das Lederband auch schön in den Farben von GTR mit Grau und Rot. Sind die, also schön farblich abgestimmt. Sind die Uhren limitiert oder sind die frei verfügbar endlos? Die GTR war frei verfügbar, aber auf dem deutschen Markt haben wir vielleicht 30 Uhren untergebracht. Also so viele Leute oder Kunden haben nicht diese Uhr. Das okay. Macht es auch wieder besonders, ganz genau. Schön. Ja. BRM selber produziert nur 2500 Uhren im Jahr maximal. Also man sieht es nicht an jedem Handgelenk. Das ist, glaube ich, schön. Was ist das für eine Uhr? Weißgrüne? Die Weißgrüne. Was von unserer Golf-Kollektion? Die finde ich richtig cool. Guck dir sie an. Wirklich kein Spaß. Dich, guck mal, ist ein Fahrwerk? Genau, sind Federn drin, um das Mechanikwerk richtig gut zu schützen für härtere Schläge. Also wenn man beim Golfspielen zum Beispiel den Ball verfehlt, dass man das Werk nicht beschädigt. Das sieht schon aus wie so eine H&E-Feder, nur in anderer Farbe. Nur in anderer Farbe, aber wir können die auch in Blau herstellen, das wäre kein Thema. Na schön, auch die, sehr schön. Ach, deswegen Golf. Deswegen Golf, also genau. Wirklich, die Uhren sind wirklich sehr detailliert. Ja. Ja. Ich bin auch ein bisschen Fanatiker wegen Uhren. Ja. Ja. Die ersten zwei Buchstaben sind ja schon richtig bei seiner Uhr, aber die dritte nicht. Nein. Eine Uhr ist schön. Ja. Nee, echt schöne Uhr. Ja, viel Spaß noch auf der Messe. Danke, danke. Und spätestens bis nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Wer weiß, was für ein Auto war mein erstes Auto? Wer kann das erraten hier? Ich sag's euch, ja, weil ich habe gerade gefunden, so ein Auto, und zwar ein Trabant 601 Deluxe. So einen hatte ich mit 18 mir erspart. Das war mein erstes Auto und ja, dicke Basskisten hatte ich im Kofferraum. Tiefer gelegt habe ich den nicht, weil es damals noch sehr, sehr teuer war für den Trabant.
Aber meiner sah auch cool aus. Vielleicht suche ich ein paar Bilder raus und werde ich die posten, ja, bei Instagram oder bei Facebook. Aber mit dem Trabi habe ich damals sehr, sehr viele hübsche Frauen, ja, abgeschleppt. Ja. Und die Jungs mit Scirocco und Golf hatten nicht so viel Chance, weil mein Auto war lustiger als deren. Wirklich, kein Spaß. Die Klassikerhalle. Hier ist wirklich kein Spaß. Ne? Hier, wenn man reinkommt, riecht das sofort so nach Benzin. Also hier steht auch Kisten, Mama Mia. Wirklich. Ja, komm, zeig euch ein bisschen. Hier, Porsche. 911er. Sehr, sehr schick. Wie die Preise auch. Aston Martin. Auch eine coole Kiste. Aber irgendwie haben die sich nicht durchgesetzt, ne? Warum auch immer. Aston Martin wird so ein bisschen immer so unterdrückt von den anderen Herstellern. Ist das so, Olli? Sag ich richtig? Ja. Finde ich schade, weil optisch sind die Dinger wirklich nicht schlecht. Ja. Also, das ist meine Meinung. Jo. So sieht's aus. Olli, ich habe was richtig Geiles gesehen. Ne? Kannst du sehen? Hatte ich 4 Stück davon. 4. 3. 4. Wirklich 4. Komm, wir laufen dahin. Respekt an die Aston Motor Show, weil das ist, glaube ich, die einzige Tuning-Messe hier in Europa, die so viele Besucher hat, ja, und so viele Aussteller. Also wirklich, egal wo wir waren, ob Friedrichshafen oder wo auch immer, wie auch immer, will ich jetzt die Namen nicht sagen, aber Party hart. Das ist ein Zeichen, dass wir 9 Uhr haben und da kommen jetzt Besucher rein. Ne, komm schnell, sonst wird zu spät. Der Golf 1, davon hatte ich wirklich 4 Stück. Und jedes Mal, wenn ich das Auto aufgebaut habe oder umgebaut habe, habe ich sofort verkauft. Warum auch immer. Ja, da kam irgendeiner, der meinte, mir etwas mehr Geld zu geben, als ich selber bezahlt habe. Ja, und damals in der Ausbildung vor 24 Jahren war jede Mark wichtig. Ne? Auch hier von dem Golf 1 habe ich ganz, ganz, ganz... Ich habe immer noch so ein bisschen Herz für das Auto. Ja? Vielleicht, wenn ich einen schönen finde, als Basis, so eine schöne Basis, ja, dann baue ich mir auch einen. Wörthersee, oder? Okay. Schön. Aber muss ein GTI sein, glaube ich. Schön mit dem Hasen auf der Heckklappe. Ja, kennt ihr die? Kennst du die? Du kennst sie nicht, ne? Der Olli ist ein bisschen zu jung für sowas, ja. Deswegen, aber das ist Geschichte. Das ist wirklich Geschichte und ein Auto mit Emotionen. Ich habe immer was zu sagen, aber da bleibt mir die Spucke weg. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ja, also ich kenne niemanden, der so ein Auto wirklich ganz normal im Straßenverkehr fährt. Heftig. So Leute, ich habe ein Auto für den Olli gefunden. Ein Firmenwagen für den Olli. Guck mal. Das Gute, Olli, ist, du kannst in den Wagen sogar in den Stehen fahren, so wie im Bus. Weißt du? Was ist das? Pikachu? Nein. Auto richtig, falscher Umbau. Nein, ich mag den Brabus. Wirklich, ich muss eins sagen, muss ich mich wirklich gestehen, kein Spaß. Brabus hat die beste G-Klasse, die es auf dem Markt gibt. Ja, also vom Optischen. Ich muss das wirklich sagen. Ja, also selten hat eine Firma geschafft, Brabus Design zu toppen. Ja, die neue G-Klasse gefällt mir nicht so gut von Brabus, aber die alte, die beste. Die haben das Design wirklich getoppt. Ja, also besser ging es nicht. So, das war's hier von der Essener Motor Show 2019. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Meine Videos, ja, was ich so gesehen habe und gezeigt habe. Was mir aufgefallen ist, zum Beispiel, das, was ich auch richtig gut finde, dass Shell auch so ein bisschen investiert hat. Ja. Die haben hier einen sehr, sehr schönen Stand gehabt. Ja. Also finde ich wirklich vom Aufbau von allem, also sehr, sehr, sehr schön. Ja. Und das ist natürlich sehr gut. Ja. Auch Sonax, wie immer, sehr schönen Stand gehabt. Es gibt Firmen wirklich, die geben sich sehr, 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 sehr viel Mühe, dass der Stand wirklich für die Besucher etwas aussieht. Und ja, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Was mir aufgefallen ist, es gibt ganz, ganz, ganz viele neue Felgenhersteller, die man letztes Jahr noch nicht gekannt hat. Ja, die ganzen Hallen sind voll. Die Essen Motor Show ist ausgebucht. Ja. Also wirklich, es ist nicht mehr ein Stand frei. Ja. Und ja, so auf jeden Fall, ich bin fix und fertig. Ja, wir waren zuerst auf der SEMA Show in Las Vegas. Von da aus bin ich sofort
4 Tage war ich in Deutschland, dann bin ich sofort nach China geflogen, da war auch eine Messe. Die Videos habt ihr hier online. Und dann bin ich wieder hier, ja, auf der Motorshow in Essen. Und es ist wirklich anstrengend gewesen in letzter Zeit. Ich glaube, das sieht man mir an. Ja. Das sind keine Gelbsäcke, das sind Augenringe. Nein, aber wirklich. Ich bin fix und fertig. Also ich werde jetzt noch 2 Wochen ein bisschen entspannen bis zum Jahresende. Und nächstes Jahr gibt es wieder volle Action bei uns. Ich wollte mich noch bedanken bei allen Partnern, die, mit denen wir zusammenarbeiten. Hier auf der Motorshow in Essen. Pure Energy an David, an H&R, das ganze gesamte Team. GP Performance, ja, ja, den Sauerländer, ja, unsere Werkzeuglieferanten, der ist mir auch wichtig, ja, sonst ohne gutes Werkzeug können wir nicht gut arbeiten. Da hat uns dieses Jahr die komplette Werkstatt ausgestattet und seitdem ist wirklich alles Tico-Taco bei uns. Ne? Wer es gerne möchte, kann uns gerne besuchen kommen in Kamp Lindfort und vielen Dank nochmal an die ganzen Organisatoren der Essener Motorshow, an den Herrn Sawatzki, an die Sabina Großkreuz und vielen Dank an das gesamte Team, auch hier in dieser VIP-Lounge, die wir haben. Wirklich sehr, sehr, sehr schön geworden. Seit diesem Jahr ist das neu hier. Auch die Mädels und Jungs, die uns hier das Leben etwas hier auf der Messe versüßen, ja, hier in der VIP-Lounge. Sehr schön geworden. Ne? Hier ist alles so schön mit ganz tollen Ausblicken hier auf die Hallen, von der anderen Seite auf die Stadt. Ja, also sehr schön. Und ja, vielen Dank nochmal für alles. Und jetzt sage ich nochmal Tschüss. Dankeschön.